Das Thema künstliche Intelligenz ist in aller Munde, spätestens seit dem Siegeszug von ChatGPT. Welchen Nutzen Investoren aus diesem Trend ziehen können, wollen wir mit Vermögensverwalter Armin Glogger besprechen. Er ist Geschäftsführer bei Glogger und Partner. Ganz ehrlich, KI ist ja nun kein wirklich neues Thema. Das beschäftigt uns schon seit vielen, vielen Jahren. Aber jetzt überschlagen sich die Medien mit der Berichterstattung über ChatGPT. Was ist jetzt neu? Was ist anders? Ja, ChatGPT hat einen neuen Meilenstein gesetzt. Künstliche Intelligenz ist jetzt für alle zugänglich geworden. Man kann sich dort anmelden, man kann dort eine Frage stellen. Was ist zum Beispiel ein guter Vermögensverwalter? Wie wird das Wetter in den nächsten Tagen? Oder schreibe mir einen Aufsatz mit 1000 Wörtern. Dann bekommt man wahrscheinlich eine sehr gute, fundierte Antwort von der Maschine, was es bis vor ein paar Jahren nicht gegeben hat. Es gab es zwar für die institutionellen Bereiche, für Industrie, für Medizin, aber noch nicht für die ganze Masse. Und das war der Meilenstein, dass wir jetzt jeder die Chance hat, an künstliche Intelligenz zu partizipieren. Welche Bereiche unseres täglichen Lebens werden sich denn aus Ihrer Sicht, also aus der Sicht eines Vermögensverwalters, Sie sind ja kein KI-Profi, wenn ich das so offen sagen darf, aber aus Ihrer Sicht entscheidend verändern? Ja, sicher der Bereich Digitalisierung wird sich verändern. Jetzt sitzen noch Menschen am Computer, programmieren eine Software. Wie sie glauben, dass sie richtig ist, mit KI wird das sicherlich anders werden. Künstliche Intelligenz wird selber lernen, eine Software zu programmieren. Und wir sehen eben auch schon künstliche Intelligenz auch im täglichen Leben. Ja, als Beispiel, wenn man bei Google Maps oder im Navigationssystem jeden Montagmorgen zum Beispiel in die Arbeit fährt, dann kriegt man automatisch schon das Ziel angewiesen und sagt, okay, möchtest du in die Arbeit fahren und nicht, ohne dass ich das überhaupt davor eingeben musste ins Navigationssystem. Und das ist künstliche Intelligenz. Und es gibt noch viele weitere Themen, wie in der Medizintechnik, in dem Bauwesen, wo künstliche Intelligenz eine große Rolle spielen wird. Also da kommt einiges auf uns zu und selbstverständlich beschäftigen sich viele Aktiengesellschaften mit dem Thema künstliche Intelligenz, um Effizienzen zu heben, damit auch Produktivitätszuwächse zu generieren. Lässt sich dies zumindest ganz grob in Zahlen darstellen, was da möglich ist? Ja, absolut. Man geht davon aus, dass sich im Jahr 2024 dieses künstliche Intelligenz-Umsatz ja, auf der ganzen Welt ca. 500 Milliarden betragen wird. Vor 3 Jahren waren das noch 250 Milliarden. Also wir haben es in 3 Jahren mehr als verdoppelt. Das unterstreicht letztendlich die Wichtigkeit, bei den Unternehmen in künstliche Intelligenz zu investieren. Und an diesem Pfad kommt man auch nicht vorbei. Das ist wie mit dem Internet. Früher glaubte man so, Internet, braucht man das? Aber ja, man braucht es und die Unternehmen sind abhängig geworden. Und wir gehen auch davon aus, dass künstliche Intelligenz absolute Notwendigkeit für Unternehmen werden und folgedessen auch der Wachstumsmarkt der Zukunft sein wird. Also halten wir fest, die Unternehmen investieren mehr in KI. Dadurch werden sie ein Stück weit effizienter. Natürlich profitieren die Unternehmen, die KI herstellen, respektive die Chips herstellen. Am Ende des Tages, was macht das mit den Aktienbewertungen? Könnte man vielleicht schlussfolgern, viele Aktien sind unterbewertet und die Börsen können noch ein Stück weiter steigen? Ja, absolut. Das ist eine berechtigte Frage. Wir sehen viele Unternehmen, die im künstlichen Intelligenzbereich aktiv sind, die da auch innovativ sind, die neue Ideen auf den Markt bringen. Oder auch die Chiphersteller, die in den letzten Wochen und Monaten sehr stark profitiert haben. Man muss aufpassen allerdings vor diesen neuen Unternehmen, die in dem Bereich jetzt in den Markt eintreten. Die werden zum Teil schon hoch gehypt, ähnlich wie am neuen Markt damals, als das Thema Internet hoch gepoppt ist. Man soll letztendlich auf die großen Big Player sich konzentrieren, auf eine Microsoft, auf eine Adobe, auf eine Alphabet, auf eine Meta zum Beispiel. Die haben diese Macht und diese Power, mit künstlicher Intelligenz umzugehen. Alles andere ist eine Spekulation. Wir wissen heute noch nicht, welche Innovation wird sich durchsetzen. Aber Fakt ist, die großen Player am Markt, die großen Unternehmen der Welt, die sind schon extrem weit vorne und als Vermögensverwalter konzentrieren wir uns auf diese Unternehmen. Und das heißt, Tech ist weiterhin dabei im Portfolio-Mix? Absolut. Tech ist ein wichtiger Baustein. Wir gewichten Technologie nicht allzu hoch. Technologie ist inflationsanfällig, zinsenanfällig und schwankt auch entsprechend mehr. Wir mischen Technologie bei mit diesen großen Firmen, die es auf der Welt gibt, die einen großen Burggraben haben mit ihren Technologien. Aber wir werden sicherlich nicht die anderen Branchen vernachlässigen. Also in jedem Fall ist aber KI auf dem Vormarsch. KI hat den iPhone-Moment bekommen. Und deshalb sollten sich auch Anlegerinnen und Anleger damit ausgiebig beschäftigen, meint Armin Glogger, Vermögensverwalter aus Krumbach. Herzlichen Dank für das Gespräch. Danke.